So, hallo und willkommen zurück. Wir sind noch immer hier bei World of Goo und ich muss sagen, der erste Eindruck, der war schon ziemlich geil von dem Spiel. Freue mich auf mehr. Also, eine klebrige Angelegenheit. Wenn du Probleme kriegst, was auch immer. Knacke einen Zeitkäfer, um einen Schritt zurückzugehen. Okay. Die Gubele wollten unbedingt das geheimnisvolle Röhrensystem erkunden. Selbst wenn es bedeutet, diese lächerlich gekünstelte Umgebung zu durchqueren. Einer Gubele sagte wohl, dass er sich wie ein Gürteltier fühlte. Muh. Gruß von der ganz tollen Schildermaler. Lass mich raten, die Sachen gehen da kaputt, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt, was ich hier mache. Ich bin mir gar nicht sicher. Es war knapp. Es war mehr Glück als gewollt. Also ich muss ganz klar zugeben, dass das hier war nicht so gewollt. Das war knapp. Und ab dafür. Okay, Tower of Goo. Immer höher und höher. Baue so schnell du kannst, Goo sind stärker als du denkst. Wir müssen zusammenhalten, um weit nach oben zu gelangen. Ein richtiger Tower of Goo. Manche glauben, dass sie so etwas schon vor langer Zeit einmal gemacht haben.
Aber damals war es eher ein Experiment. Nur die Ruhe, der Schildmaler. Oh, das ist, ja. Das ist sehr hoch. Nein. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, daran kannst du dich nicht festmachen, ne? Dann machen wir nochmal rein. Ich dachte, ich kann mich dagegen lehnen, aber das ist durchsichtig. Okay. Let's go. Oh. Oh, nee.
Es mischt da zusammen. Okay, das ist schwer. Oh. Hätte ich von unten aufbauen müssen. Ja, das ist, wenn man versucht, schnell zu sein.
Ach komm, bitte nicht stürzen. Was muss ich denn noch? Kommen. Ah, müssten genug sein. Okay, das war schwer. Das war der Untergrund nicht gerade ist, ne? Was macht den Level so schwer? Wie es in den Tipp schon heißt, du musst schnell sein. Efeutürme. Schütze dich selbst. Okay. Wenn ein Gubal in einen 10 Meter tiefen Brunnen fällt und jeden Tag 3 Meter hochklettert, aber nachts 2 Meter abrutscht, sieht es dann am nächsten Morgen immer noch fantastisch aus. Vielleicht könnte er sich an der Wand abstützen und der Reibungskraft vertrauen. Er könnte den Boden unter sich lassen. Sein Freund, der Schildermaler. Ah, ich hab's verstanden. Okay. Manche Gewinne sind größer als andere. Schau im Menü eines jeden Levels für weitere wichtige Informationen nach. Mit dem feinen Unterschied der Schildermaler. Scheiße.
Okay, es geduldig abbauen, um das maximalstmögliche rauszuholen. Mehr ist nicht drin. Ne, mehr ist nicht drin. Na, egal. Gut, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss.